im Onlinehandel geht ja ein Ruf voraus, dass er unter Umständen ökologischer sein kann als der stationäre Handel. Das stimmt so pauschal sicher nicht. Warum? Es hängt zum ersten einmal davon ab, welchen Einkauf Sie mit Onlinehandel ersetzen. Wenn Sie also üblicherweise in einen Laden gehen, in der Nähe, zu Fuß vielleicht auch noch, und stattdessen dann später online bestellen, dann haben Sie sicherlich ökologisch nichts gewonnen. Das heißt, wenn Sie aber sonst mit dem Auto einzeln irgendwo weit wegfahren, dann kann das sein, dass der Onlinehandel deutlich besser abschneidet. Zweite Frage ist, wie lassen Sie sich Ihre Waren zustellen, die Sie bestellt haben? Wenn Sie sich normal das zustellen lassen in einer Sammelbestellung, möglichst mehrere Dinge auf einmal bestellt, dann können da LKWs optimiert werden, Routen optimiert werden, da kann Diesel, Benzin eingespart werden, Kilometer gespart werden. Das kann ganz gut aussehen. Auf der anderen Seite liegt aber der Trend, dass man sich immer mehr individualisiert etwas zustellen lässt. Das heißt mit Expressdiensten oder Prime-Diensten oder wie auch immer das dann heißt. Und da wird dann tatsächlich für die einzelne Ware der Bote vom Lager aus losgeschickt zu ihrer Adresse. Und das ist natürlich dann überhaupt nicht mehr ökologisch. Ganz im Gegenteil, da steigen die Umweltbelastungen dramatisch an. Ein dritter Faktor ist auch noch die Frage der Retouren. Das heißt, es ist ja ein bisschen verlockend, beim Onlinehandel schnell mal was eben zu bestellen. Und genau das führt dazu, dass auch viele Waren zurückgeschickt werden, retourniert werden. Und genau diese Retouren, das geht oft 2-3 Mal im Bestellvorgang hin und her, sorgen dafür, dass auch hier die Umweltbilanz schlechter ausfällt. Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, der Onlinehandel hätte ein Potenzial, bei bestimmten Einkäufen auch umweltentlastend zu wirken. Der Trend, der Moment da ist, mit dem Spontankauf, mit dem schnell oftmals Retournieren und Prime-Zustellung, läuft eher ins Gegenteil. Das läuft eher in Richtung Umweltbelastung. Teilweise. Es gibt Vergleichsportale, die sehr seriös sind. Das sind zum Beispiel Stiftung Warentest oder ähnliche Ökotest. Da wird wirklich versucht, weitgehend ohne kommerzielles Interesse einzelne Waren zu verkaufen. Und wenn ich da hineingucke, dann habe ich da eine ganz gute Anleitung dafür, in welche Richtung ich denken soll beim Kauf oder nicht. Dann gibt es aber, und das ist die Gefahr dabei, eine ganze Reihe von Vergleichsportalen, die im Internet jeden Tag neu aufpoppen und so etwas versprechen wie die totale Objektivität. Wenn man dann dahinter guckt, aber sind das sehr oft kommerzielle Firmen, die von den Anbietern dann tatsächlich auch noch Gebühren nehmen dafür, dass sie hereingenommen werden. Und hier überwiegt dann eindeutig das kommerzielle Interesse des Positionierens einer Ware gegenüber dem echten Vergleich. Das heißt, lieber auf diese wenigen seriösen Portale zugreifen, nicht auf jede noch so schreienden Vergleichsportal hineinfallen, dann hat man eine ganz gute Orientierung. Leider ist es ja auch so, dass in den Suchmaschinen eher die kommerziell hochgelisteten Vergleichsportale aufscheinen und daher sozusagen für den Verbraucher, für die Verbraucherin das viel zu schwierig ist, das rauszufinden. Aber eben seriöse Portale, Stiftung Warentest, Ökotest, ähnliche, Umweltbundesamt vielleicht als Hinweise. Solche Dinge sind verlässlich. Label-Dschungel, Siegelklarheit, das sind so Portale, die sind wertvoll und die werden gut recherchiert und an denen kann man sich orientieren. Wenn wir von nachhaltigem Konsum sprechen, sprechen wir auch immer von Laien, Tauschen, Verlängerung der Lebensdauer von Produkten, das sind ganz wichtige Elemente, die tatsächlich große ökologische Entlastungen bringen können. Das macht man natürlich am besten im persönlichen Umfeld, mit den eigenen Nachbarn in der Familie, wie auch immer. Aber hier können natürlich Online-Plattformen einen wertvollen Dienst leisten, indem sie hier solche Elemente miteinander verknüpfen und sie können dann in ihrem Umfeld, in ihrem Dorf, in ihrem Bezirk, in ihrer Stadt sozusagen sich leichter austauschen mit Gleichgesinnten, vielleicht sogar Tipps dazu geben, wie man dieses oder jenes verwendet oder vielleicht, wenn einer ein Gerät angeschafft hat, dass es den anderen auch zur Verfügung stellt, um es nutzen zu können. Das sind sinnvolle Dinge. Solche Vernetzungsplattformen gibt es auch viele. Auch hier lässt sich sagen, je regionaler sie organisiert sind, desto besser ist es. Das heißt, diese großen multinationalen Plattformen findet man zwar leicht und sind also auch mit viel Marketing da, allerdings sind die gar nicht so sinnvoll aus ökologischer Sicht. Wichtiger wäre es tatsächlich kleinräumig zu agieren. Da gibt es so Plattformen wie
nebenan.de oder nextdoor.de. Es gibt mittlerweile eigene Studien, wie sich in unterschiedlichen Gemeinschaften die Menschen miteinander vernetzt haben, etwas anbieten füreinander, Tipps austauschen. Alles das führt letztendlich zu mehr nachhaltigem Konsum und ist daher sinnvoll.